Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Wir befinden uns immer noch mit Ellie und Tess auf dem Weg ins Rathaus, wo wir Ellie ja abliefern sollen. Und ja, sind hier in einem verfallenen Gebäude drin, wo eine ganz schöne Horde Zombies auf uns wartet, die ich zumindest größtenteils einigermaßen lautlos dezimieren möchte. Weil ich hier ansonsten ganz schön auf den Sack bekomme. Achso, das sind Tess und Ellie da oben. Da steht der Klicker rum. Der macht mir eigentlich am wenigsten Sorgen. So, hier läuft auch ab und zu mal einer her. Vielleicht kriege ich den ja mal aus dem Hinterhalt gegriffen. Ach, er läuft da herein. Das ist ja, ich wollte ihm eigentlich die Flasche an den Kopf knallen, aber so ist natürlich noch schöner. So, da hätten wir schon mal 2 von 5 lautlos ausgeschaltet. Ich glaube, die patrouillieren auch immer ungefähr die gleichen Strecken ab. So, die beiden entfernen sich voneinander. Was geht mit dem? So. Ich denke mal, den habe ich doch jetzt auch, oder? So, und der da, der stand doch gerade auch hier irgendwo. Das heißt, der müsste doch auch jetzt mal irgendwie gleich wiederkommen. Sieht auch ganz so aus. Okay, er geht wieder. Was ist mit dem Klicker? Auch der Klicker steht da noch ganz ruhig. Dann ist ja gut, dass das wirklich gar keine Geräusche hier macht. Dann kann ich den Klicker ja auch noch wegmeucheln. Zack! Okay. Okay, ihr könnt kommen. Das ist es gewesen. Gott sei Dank. Das lief ja auch schon mal wesentlich geschmeidiger als mein erster Versuch letzte Mal. Aber klar, wenn man... Gar nicht schlecht, Joel. Verschwinden wir von hier. Wenn man hinterrücks irgendwie erwischt wird, habe ich keinen Alkohol für. Das heißt... Was ist das überhaupt? Könnte ich mich damit jetzt spontan heilen oder was? Weil es ist voll und es gehört auf jeden Fall nicht zu den Zutaten hier. So, dann muss ich nochmal eben die Räume hier durchsuchen. Da hinten in den Räumen lag ja auch noch das ein oder andere rum. Was ich jetzt vorhin, als ich gerade dabei war, die Zombies auszuschalten, nicht unbedingt alles mitgenommen habe. Backsteine. Auch das, ein Riegel. Ich denke mal, das wäre für Spontanheilung. Also wenn ich es einsammle, würde mich das direkt heilen und irgendwie scheine ich voll zu sein. Einerseits schade, dass ich alles liegen lassen muss. Andererseits, wenn mein Leben voll ist, will ich mich natürlich auch nicht beschweren. Der eine hatte vorhin noch ein bisschen Munition gedroppt, oder? Habe ich die genommen? Nö, warum soll ich es tauschen? Ich glaube, die Metallstange ist ein bisschen besser als der Holzflegel oder wie man es auch immer nennen will. Zum Anfertigen. Warum sagt er mir das jetzt? So, der hatte was verloren, aber ich glaube, das habe ich tatsächlich aufgenommen, ne? So, wo geht's weiter? Hier rauf? Okay, hier ist wieder irgendwas, was ich schieben kann. Noch mehr Munition. Oh,
Nicht, dass ich ihr gleich aus Versehen einen überbreite. Wie lade ich dann nochmal nach? Joel, hier drüben. Ach, ich probiere es aus, wenn es soweit ist. Ja, wie wäre es, wenn mir hier mal jemand hilft? Ladies. Kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, halt fest. Was ist los? Hier, lass doch gehen. Achso, ich kann es nicht loslassen, weil es sonst wieder zurückrutschen würde. Okay. Danke, Ladies. Tuch und irgendeine Flüssigkeit, Alkohol oder so. Alles klar. Ist immer gut. Eine Viertelschere. Ja, gut. Klingen. Habe ich zwei Messer verbraucht? Wow. Tja. Dann mal los. Gehen wir's an. Ist schon alles gut überwuchert hier drin. Und ganz schön tief. Komme ich hier runter? Nö, muss wahrscheinlich hier runter gehen, oder? Hier können wir durch. Vorsichtig. Wie hier einfach mal im Gebäude irgendwelche Vögel zwitschern und so. Oder Tauben gurren. Wenn wir zurück sind, lassen wir es erstmal ruhiger angehen. Du willst es ruhiger angehen? Hey, du sagtest doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann. Tja. Nicht dieses Mal. Ich glaube das erst, wenn ich sehe. Hm. Ach so, da geht's weiter. Ist das hier der Weg, wo ich weiter soll? Hm. Dann muss ich da oben nochmal genau gucken. Warum leuchtet sie da hoch? Nö, hier geht irgendwie gar nichts. Hä, wo geht's denn hier weiter? Ach so. Ach, das ist die Wasserecke, wo ich von auf der anderen Seite war. Hier lang. Die Geräuschkulisse hier, die ist echt krass. Ich weiß auch nie, ob das Gebäude am Knarzen ist oder ob hier gleich ein Zombie um die nächste Ecke springt, um hier irgendwie an die Gurgel will. Oh, da liegt ja einiges. Da, am Ärmel. Firefly. Ja, die sind vom Pech verfolgt. In der Stadt wie draußen. Na, hoffen wir, dass noch jemand lebt, der zum Treffpunkt... Molotow. Setze Molotow-Cocktails ein, um viele Gegner auf einmal zu erledigen. Ein brennender Gegner kann sogar andere entzünden. Mit L2 kannst du Molotow-Cocktails im Bogen werfen, um Gegner zu treffen, die in Deckung gegangen sind.
Geh sorgsam mit den Vorräten um. Für Molotow-Cocktails brauchst du die gleichen Bestandteile wie für Medkits. Oh, das ist ja eine interessante Wahl. Medkits oder Molotow-Cocktails? Achso, hier kann ich jetzt wählen zwischen normaler Flasche und Molotow-Cocktail. Und ich kann auch sogar Molotow-Cocktails hier craften. Aber komischerweise nur Molotow-Cocktails, Medizinkisten zum Beispiel nicht. Naja. Dann bin ich aber gespannt, ob die jetzt auch zum Einkauf kommen, sage ich schon, weil ihr Einkaufszentrum ist. Zum Einsatz kommen die Molotow-Cocktails. Oben liegt auch noch einer. Hast du auch noch was für mich, mein Freund? Auch noch ein Firefly. Nee, er hat nur einen Brief. Oder eine Karte. Triff dich mit dem zweiten Firefly-Team beim Rathaus. Mädchen, 1,60, 14 Jahre alt, rothaarig. Ja. Gut, da wissen wir wohl, um wen es sich handelt. Nicht unsere Leute. Was soll das hier mit der Taschenlampe immer? Geht's hier weiter? Wahrscheinlich, ne? Aber ich wollte eigentlich auch nochmal in den Gang da hinten reingucken. Ah ne, hier war gar nichts. Hier war dicht. Ich hatte irgendwie den Eindruck, hier geht's... Oder ich dachte irgendwie, hier geht's weiter. Was guckt sie sich hier an den Plakaten und so an? Da drüben, siehst du's? Ja, können wir mal die Taschenlampe ausmachen, bitte? Fast draußen. Okay, Joel, du gehst vor. Ich pass hinten auf. Na klar. Egal, was passiert, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Ach so, sie kommt sogar mit mir. Mach ich. Klicker lautlos. Klicker können dich auch nicht hören, wenn du dich duckst. Ach, Klicker können dich auch noch hören, wenn du dich duckst. Leicht antippen, um dich leiser zu bewegen. Wenn man dich hört, halte an und warte, bis du dich sicher bewegen kannst, okay? Ich probier mal was. Okay, da hätte ich mir ein bisschen mehr von erhofft. Ich hatte mal irgendwie gehofft, dass das andere Zombies oder so noch anlocken würde. Ich habe das Gefühl, ich kann hier noch das eine oder andere Messer gebrauchen. Ja, ich hatte irgendwie den Eindruck, dass das vielleicht die anderen Zombies hier mal anlocken würde und die vielleicht direkt mit abfackeln, aber leider war das nicht der Fall gewesen. Voll der Riegelladen, voll der Schokoladen, geil. Derek von der Buchhaltung lässt uns seinen Safe benutzen. Leg mein Zeug rein, wenn heute Abend geschlossen wird. 3, 43, 78. Okay. Dann würde ich ja mal davon ausgehen, dass hier noch irgendwo ein Safe rumsteht. Wo ich mir wahrscheinlich irgendwelches Zeugs rausholen kann. So, schon wieder ein Zombie erledigt. Was haben wir da? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Okay, okay, okay. Da hinten rennt auch noch ein Klicker rum. Boah.
Ja, das war wohl der Fall gewesen, dass der mich beim Anschleichen, weil ich zu schnell war, kurz entdeckt hat. Oi, hier sind zwei. Okay, das war jetzt auch nicht so hundertprozentig so geplant gewesen, aber diesmal habe ich immerhin zwei erwischt, okay. Das wollte ich zumindest kurz mal ausprobieren. Waren das jetzt alle Zombies hier oder sind hier noch mehr? So, hier bin ich hergekommen, glaube ich. Ach, hier geht's auch gar nicht weiter. Okay. Und jetzt bin ich auf der anderen Seite, wo ich gerade nicht weitergekommen bin. Ich höre hier doch jemanden, oder? Da steht auch jemand. Da ist der Tresor, würde ich vermuten. So, sind das jetzt so langsam alle Zombies hier gewesen? Tess und Ellie sind auf jeden Fall. Was war jetzt der Grund für dieses Oh mein Gott? Oh, 50 mal irgendwelches Baumaterial. Das ist natürlich sehr nice. Und hier drin dann eher nix. Jo, hier war anscheinend mal die Frittenbude gewesen. Ah jo, damit heilt man sich sofort. Jetzt habe ich es gerade gesehen, ja. Schade, dass es hier keinen Kaffee mehr gibt. Würde ich direkt einen nehmen. Ein Klicker nochmal. Muss ich an dem vorbei? Zwei Messer habe ich noch. Oder ich jag dir mal sowas in den Kopf. Oh. Wie zur Hölle lade ich nochmal nach? Hä, habe ich damit nicht gerade geschlagen? Gut, ja, ich glaube trotzdem, dass ich nicht so viel Munition verschwenden will. Das war jetzt gerade mal eher ein Ausprobieren, ob so ein Klicker mit einem Kopfschuss hinüber ist aus der Magnum oder was auch immer das ist. Ist aber leider nicht. Was irgendwie sehr schade ist, aber ich kann es nicht ändern. Ich frage mich nur die ganze Zeit. Ah ne, benutze nicht die gleiche Munition. Weil die hat 7, die hat 20. Okay, hier hängt ein Schloss. Geht's hier überhaupt raus? Ich weiß, ich dachte, bin eigentlich davon ausgegangen, wir wollen hier weiter, aber irgendwie sieht's hier nach Sackgasse aus. Ach, da oben geht's weiter. Da ist eine Leiter, dann gucken wir noch einmal kurz hier.
Aber hier war, glaube ich, genau, hier war die Schrankwand gewesen und sonst nichts. Und dann gehen wir da oben weiter. Okay, na los. Hey. Okay. Ja, gehen wir. Sind wir da oder was? Ja, ganz schöne Profis. Das nennt man Glück. Und es hält nicht ewig. Tja. Das werden wir noch sehen, wie lange das hält. Bah. Das war bestimmt mal eine schöne Ecke hier, als die Zivilisation noch Zivilisation war. Zum Rathaus geht's da lang. Ja, lass mich doch einmal kurz hier umgucken. Wie kommen wir über diesen Truck, sagt sie schon. Irgendwie kommt mir das hier sehr bekannt vor. Standen wir hier schon von der anderen Seite oder haben wir irgendwie runtergeguckt oder so? Oder ist das gefühlt nochmal Loch Nummer 3 oder so, wo man einfach reinguckt und was genauso aussieht wie die vorigen Löcher? Oha. Was geht denn mit denen? Boah, will ich den greifen oder habe ich dann direkt alle am Hals? Ich hoffe mal, da sind auch alles Zombies. Nicht, dass ich mir mal irgendwann einen von hinten packe und das war dann gar kein Zombie. Oh jo, da war er aber nicht zimperlich gewesen. Und drauf da. Wow. Aber jetzt kommen wir über den Truck. Okay. Einfach mal mit der Stange ins Gesicht gezimmert. Und gerade erst verwandelt. Das heißt, dass hier noch mehr davon sind. Wir müssen weg. Und was hat denn hier gerade dieses Dosengeräusch gemacht? Ich dachte, da wäre irgendwas auf dem Bild. Ich wollte mir mal angucken, was da drauf ist, aber es war irgendwie nur zerkratzt und zermackt. Okay, das ist wohl der Truck, von dem sie gerade gesprochen haben. Dann müssen wir jetzt irgendwie das Ding da rausschieben und ab über den Truck. Okay, dann mal los. So. Klettert hoch. Wo sind sie denn? Da ist schon mal Tess. Ellie? Ach, Ellie kommt auch. Okay. Das war mal eine schöne Straße hier. Chaustick at Foster Hall. Irgendein China-Mann oder so? Joel, hier drüben. China-Restaurant oder China-Laden, was auch immer. Ja. Bitte noch lauter. Ich sag's doch. Okay, Beeilung. Sie kommen. Ich weiß.
Oh oh. Guckt der Arm jetzt noch da unten raus? Ja, aber was erwarten Sie denn, wenn Sie hier Lärm und Terror machen? Du hast da was am Schuh. Wir gehen durchs Gebäude. Der Arm guckt nicht mehr raus, nicht nur raus, er klebt ihm am Schuh. Ja, okay. Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus. Was ist das? Jetzt sieht's doch wie eine Werkbank aus. Du bist immun? Ja, das ist ihre Meinung. Wie kam's zu dem Biss? Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Ja, ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Schiff erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum hingewiesen. Das ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Bekannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bis zu. Und so kam das. Verstehe. Jo. Ja. Bei dir, als das passierte? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Hätte sie fast. Wie es ihr wohl geht? Ich sagte doch, alles wird gut. Also diese Geschichte, wie Ellie gebissen wurde im Einkaufszentrum, die kann man übrigens im DLC Left Behind erleben. Der natürlich bei der Remastered-Edition dabei ist. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den noch spielen werde oder nicht. Wir werden sehen. So, was gibt's hier? Waffenverbesserungen. Waffenhalfter. Halfter für eine zweite Pistole. Ach so, das ist gar nicht so schlecht. Da muss ich nicht immer wechseln, aber da brauche ich das Werkzeug für, was ich nicht habe. Hier braucht man kein Werkzeug für. Nachladetempo, Schussfolge, Magazinkapazität. Gibt es nicht sowas wie mehr Schaden? Wie viel habe ich denn überhaupt? 103. Ja, eigentlich schade, dass ich das Werkzeug nicht habe, sonst könnte ich das direkt machen. Ich gönne mir hiervon mal jeweils eins. Bei dem auch. Mehr geht auch gar nicht. Ach komm, Nachladetempo. Brauche ich erstmal nicht. Ich spare mir das Zeugs erstmal. Ich bin mir nicht ganz so sicher, wie viel man davon wirklich bekommt im Laufe des Spiels. Ich würde aber auch gerne die Option haben, eine zweite Waffe zu tragen. Ach. So. Die auch einmal wechseln. Hatte ich hier nicht gerade auch das Magazin erhöht? Ah ne, kann man bei so einem Trommelrevolver wahrscheinlich nicht. Dann war das irgendwas anderes gewesen. Aber dass hier auch nirgendwo mal so ein Werkzeug dann mal rumliegt, dass man das mal wenigstens einmal ausprobieren kann. War jetzt wahrscheinlich noch zu früh im Spiel. Wir gehen erstmal weiter. Warum muss das denn überall so halbduster hier sein? Ich will doch was sehen. So, links oder rechts? Anscheinend gibt es überall ein bisschen was zu entdecken. Eine halbe Schere. Voll das Lagerhaus hier. Ich würde ja fast vermuten, hier haben schon welche gehaust, nachdem die Seuche ausgebrochen ist. Das sah eigentlich von Anfang an so aus. Tess, nimm dieses Kind weg von mir.
Geht's da oben weiter? Oder hier unten, aber hier ist ziemlich zugenagelt und hier ist unter der Treppe. Hier liegt noch eine halbe Schere und ein bisschen Alkohol rum und nochmal Tücher, sehr nice. Das war nicht so schlecht, das Versteck hier. Aber ich denke, dann geht's jetzt oben weiter. Ja. Oh, warum fällt er denn direkt wieder runter? War das hier mal ein Museum oder was? Ja. Sieht schon so aus. Mist. Was denn Mist? Sieht so. Ein altes Museum. Die Sachen hier sind Jahrhunderte alt. Wirklich? Sag ich ja. Wow. Was macht sie da schon wieder? Macht sie etwa schon wieder Lärm? Dieses ungezogene Gör? Noch eine Viertelschere. Okay, aufpassen, schnell. Oh. Na klar. Ich lebe. Ich werde außen rum gehen. Wir sind hier. Tess. Renn, renn. Scheiße. Scheiße. Und sind wir getrennt? Tess. Naja. Wie auch immer, bevor wir Tess und Ellie retten, werden wir noch ein kleines Päuschen einlegen. Und mich von diesem Klicker fernhalten. Okay, an dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.